Hallo und herzlich willkommen zurück zur 37. Folge von Lego City Undercover. In der letzten Folge mussten wir bei unserem neuen Chef ins Büro einbrechen, damit wir bei dem aus dem Tresor einen Schlüssel holen können, damit wir die Feuerrutschstange nutzen können, damit wir unten in den Keller reinkommen. Ja, die Feuerwehr denkt mit. So, wir sind auf jeden Fall im Keller angekommen und wir müssen uns jetzt verkleiden ist auch gut. Und hier unser schlaues iPad-Lego-Dingenskirchen raussuchen und wir haben Eis gefunden. Nice. Für unsere Cola. Oder ein Ventilrad. Das ist normal. Ich habe meine Ventilräder auch im All schon versteckt. Ja, so ungefähr. Ich will jetzt noch nicht nach oben fahren. Moment, komme ich hier noch rein? Nee, komme ich nicht rein. Dynamit habe ich auch nicht dabei. Na, tolle Wurst. Ist auch kein Dynamit, ne? Den kann ich mal wieder verwandeln. So. Der läuft immer so cool. Bleib ich erstmal bei ihm. Hier unten fällt es ja gerade nicht wirklich auf, ob wir Bulle sind oder nicht. Oh, nee. Ach, der Ding fällt allein darunter. Mal gucken. Komm mal so dran. Alles klar. Wupp. Und wupp. Und das geht nicht kaputt. Okay. Wir können aber das hier löschen. Irgendwie. Gleich, bestimmt. Den ich als kaputt gehauen habe. Und der hier, so, sehr schön. Die Feuerlöscher rausholen möchte. Alter, wie groß ist denn das hier unten? Ja, klar. So, was haben wir hier da drin? Mhm. Wir beamen uns noch ein paar Mal. Hier ist Knorke. Da ist auch nichts hinter. Aber hier. Ist auch nichts drin. Na toll. So. Schon mal umziehen. Cool. Lego City Held sind wir geworden. Oh, Moment, da können wir mal öffnen. Das machen wir doch erstmal auf. Nee, Moment. Wir brauchen dich. Mir fehlt die Musik. Ja gut, hier läuft eine Musik, aber ist so eine... Mir fehlt die von eben. Komplett die richtige Farbe dabei? Bestimmt nicht, ne? Ach, der war ja schon richtig. Ich freu mich. Mhm. So. Und wir haben die Farben grün, gelb, rot, blau. Grün, gelb, rot, blau. Das war sehr kompliziert. Und wir bekommen dafür ein Alien. Und ein Eis. Ja. Habe ich mitgerechnet. Nicht wirklich. So, eine Stange Dynamit bitte. Das macht 1 Euro. Dankeschön. Tschüss. Also wenn er automatisch reden könnte. So, Dynamit rein. Müssen wir nicht anzünden. Ist selbst entzündendes Dynamit. So, und wir bekommen jetzt dieses wunderschöne Rot. Jetzt aber. Na, hör mir auf. Jetzt muss ich ja wieder hoch. Jetzt muss ich als Hühnchen da hoch. Hühnchen! Ich hab der mein Hühnchen. Hat der sein Hühnchen dabei? Hat der Feuerwehrmann irgendwie seine Katze noch unterm Hut? Ich frag mal besser nicht. Die arme Katze. Jo, Hühnchen. Hä? Wieso läuft das? Ich mag das noch. Der läuft einfach nur geradeaus. Anstatt zu springen. Da, springen. Da, kennst du, ne? Oh. Lass mich raten, jetzt guck ich mit dem mal nicht rangesprungen.
Doch, komm ich. So, jetzt aber. Hier, springen. Nein! Ich weiß, ich bin vorbeigesprungen, ja. Das war jetzt meine Schuld. Und die anderen Sachen davon waren auch immer meine Schuld. Von wem denn sonst? Von unserem McCain noch nicht. McCain ist super. So. Oh Gott. Springen. So, da landen. Okay. Hey, Chase, hier drüben. Wer seid ihr denn? Wie seid ihr hier reingekommen? Geschwommen. Erst geschwommen. Ich hab die Hintertür genommen, weil ich nicht doof bin. Oh Mann, ich musste die ganze Grundausbildung ertragen, um hier reinzukommen. Das ist auch gut so. Wir sitzen nämlich auf dieser Seite des Zauns fest. Jupp. Und die große Tür kriegen wir auch nicht auf, um das Boot rauszuschaffen. Überlass das mir. Tch, als ob wir eine Wahl hätten. Boah, ich mag ihn. Ich auch. Nice. Eine halbe Marke haben wir jetzt dann bekommen. Freue mich schon, wenn wir das erste Mal eine ganze Marke da rausholen aus dem Level. Ich dachte, das wird noch dauern. So, Münzen. Münzis. Moment mal, wieso kann man hier ins Wasser springen? Wieso ist hier unten so ein... Moment mal. Ich komme gar nicht rausgeschwommen. Verdammt. Was ist hier drüben? Warum komme ich da nicht raus? Nein. Na ihr? Habt ihr noch irgendwas zu erzählen? Nicht wirklich. Ist ja nicht gerade gesprächig. So, aber bauen wir uns hier mal was Schönes zusammen, wie zum Beispiel eine Rüberlaufstation. Habe ich mitgerechnet. Nicht wirklich. So. Oh, das war richtig. Verdammt, ich wollte gar nicht darauf schießen. Egal, ist ja nichts passiert. Kann ich noch ein bisschen hier bleiben. Münzis. Und was passiert hier? Was? Warum ist da oben die... Ich frage es gar nicht. So, Luftmatratze. Achso. Warum ist da unten... Aber die Lenkung ist aber auch hier... Ne? Oh, Warum ist da oben in der Decke eine Luftmatratze drin? Das muss ich jetzt nicht wirklich verstehen. Warum gehen die Münzen eigentlich bis... Achso. Was haben wir denn hier gefunden? Dreiviertel Marke. Nice. Oh, es fehlt uns noch ein Teil von der Marke. Wo könnte er gewesen sein, weil ich nicht aufbekommen habe? Bis jetzt noch gar doch, oder? Hat man irgendwas zum Aufziehen? Irgendwas Schweres? Ich weiß ja nicht mehr. Stimmt irgendwie sowas. Verdammt. Ich will die restliche Marke haben. Die restliche. Ich gehe nicht raus. Ich mache die Tür nicht auf. Ich will erst die restliche Marke haben. Na gut. Der Boss wollte, dass du die Wasserkanone bemannst. Ja, gut. Wenn der Boss das gerne möchte. Dann zwingt er mich halt dazu. Was ist denn da oben? Jetzt komm aufs Boot. Wir müssen hier weg. Du bist ja selber nicht auf dem Boot. Ich bin auch auf dem Boot. So. Bitte. Was? Benutze die Wasserkanone? Nee. Okay. Füllen wir halt da ein bisschen Wasser rein, damit das Tor aufgeht. Ist bestimmt auch so eine sinnvolle Aktion. Wenn es so ein Brand ist oder so und man möchte das Boot ja ganz schnell rausbekommen, muss man erstmal Wasser in den Tank reinfüllen, damit das Tor aufgeht. Ja. Sag mal, was glaubst du, was der Steuerknüppel macht? Weiß nicht. Beweg ihn mal. Oh, oh.
Macht gar nichts. Siehst du? Na dann lass die Flossen da fallen. Spezialauftrag. Überwachtes Anwesen. Level abgeschlossen. Freigeschaltet. Kostüme. Polizeimarken an. Markenanteil. Ja, ich weiß. Ich bin das Letzte. Ja, toll. Freigeschaltet haben wir Ramon Lopez Dingenskirchen und Charlotte Hennen. Na, wie viel Prozent kriegen wir zusammen? Na, ich nehme noch Wetten an. Lego City Held. Aber natürlich, was denn auch sonst? Wie weniger hätte ich mir doch gar nicht zufrieden gegeben. Außer es sind nur 3/4 Marken. Dann geht's. So, wir haben 44 von 450 goldene Steine. Wir haben ja fast 10% zusammen. Yay. Auf die nächsten 1000 Folgen. Moment, bei welcher Folge sind wir denn? Wir sind bei Folge 37. Ja, sind wir schon gut durchgekommen bis jetzt. Also Story fortsetzen. Nicht der Rede wert. Von jetzt an bist du mein Mann. Ich vertraue dir voll und ganz. Oh, danke, Winnie. Jetzt kann ich endlich diesen Privatkäufer loswerden. Zeit, ein Treffen anzusetzen. Ich melde mich dann bei dir. Jetzt muss ich dir nur noch zu Rex Fury folgen. Was soll dabei schon schiefgehen? Bestimmt nicht viel. Der ist bestimmt gar nicht der Privatkäufer, so. Ich bin mit meinem Dad doch auch vertraut, Chase. Vertraust du mir nicht? Bitte, ich bin... Ich weiß, dass du mich von der Polizei beschatten lässt. Tatsächlich? Ich habe damit nichts zu tun. Tut mir leid, Natalia, aber ich muss los. Jetzt tu nicht so scheinheilig, Chase. Ich bin im Krankenhaus und werde von der anderen Straßenseite beobachtet. Wie sehen die denn aus? Naja, echt schick angezogen für Polizisten. Schwarze Anzüge. Stehen vor einem dunklen Lieferwagen ohne Kennzeichen und einer Limousine. Das sind keine Polizisten, oder? Ich glaube kaum. Und jetzt kommen sie zum Krankenhaus rüber. Chase? Ja? Hilfe! Natalia? Na tolle Natalia. Wurst. Ich soll ihn jetzt verfolgen. Schon wieder? Na toll, jetzt wird auch noch spannend. Ich muss zurückfahren. Ich hab gedacht, ich soll den verfolgen. Wird aus der Verfolgung wohl nichts. Alles für die Tonne. So, jetzt müssen wir hier irgendwie durchkommen. Gibt's hier vielleicht Nitro? Hier gibt's ja gar nichts. Gibt's ja nicht mal ein Kaltgetränk. Da war ein goldener Stein. Muss ich mich später drum kümmern. Wir sind im Spezialauftrag. Hier läuft dramatische Musik. Oh Gott, was hier unten noch alles gibt. Na toll, das sind mehr goldene Steine. Muss ja auf jeden Fall mal nochmal hinkommen. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass sie verrückt sind, wie groß sie die Map gemacht haben und die ganze Welt? Ich kann da nichts zu sagen. Die dramatische Musik hat irgendwie auf einmal dramatisch schnell aufgehört. Nee, doch, läuft noch irgendwo. So, wir sind da. Wir sind da. Hallo? Wo muss ich hin? Das war nah dran. Aber doch dran vorbei. Ja, komm. Münzis! Ich habe gerade irgendwie ein paar Frame-Einbrüche, oder? Ich will schon was sagen, ich stelle die Grafik runter, aber da geht ja schlecht auf der Konsole. Ich muss die Münzen jetzt einsammeln. So, jetzt können wir rüber.
Was? Ach, die dramatische Musik läuft nur so. Jetzt fängt erstmal. Da oben sind sie. Wer seid ihr? Alles klar. So, erstmal hier schön verkleiden. Und dann rein hier. Eieiei, das Ganze wird ja immer schlimmer. Ach du grüne Neune, was? Was? Hilfe! Wie kommst du denn da oben hin? Was ist denn? Zum Glück waren wir hier gerade bei der Feuerwehr-Ausbildung. Haben wir Glück gehabt. Werden wir nur Astronaut werden, oder? Na, kommt her. Ja, damit habt ihr nicht gerechnet, ne? Ich auch nicht. Da kommt her. Da kommt. So. Nein, festnehmen. 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 So, du nochmal. Tja. Schade. Der hat sie aufgelöst. Ist doch besser für den. Feuer löschen. Mit einem Feuerlöscher. So dramatisch ist das doch gar nicht hier. Habe ich eigentlich alle Feuerdinger gelöscht bei den letzten Missionen? Ich glaube schon, ne? So. Ich das Ding hier aufmache, wenn ich mal eben kurz hier das Ding kann ich nur einfärben. Das ist komisch. Na gut, gucken wir mal rein. Was haben wir denn hier vor drin? Aha, aha. Und wir haben drin versteckt eine Keycard oder so. Okay, ja, wir nehmen nur kurz die Münze mit. So. So, Aufzug. Das ist ja nett. Gut. So, Double Takedown. Bleib du mal schön liegen. Ach, der Arme. So, tschüss. Die Musik war ja super im Aufzug. Kommt die Musik nochmal, wenn ich mich reinstelle? Nicht runterfahren, ich will nur drinstehen. Wir sind in Zeitdruck, merkt man, ne? Wie geil, der anfängt zu tanzen. Oh, ist das... Boah, so episch. Ey, komm ich denn da rein? Komm ich nicht... Moment mal, die Tür ist... Irgendwie ist die Tür offen, ich kann da... Möchtest du da jetzt mal durchgehen? Die Tür ist offen. Oh, ein Kaffee. Oh, ein Energy Drink. Oh, was zu sitzen. Ja gut, das habe ich ja schon. Aber ein Kaffee wäre jetzt super irgendwie. Dynamit für 1 Euro. Wer kennt diese Automaten nicht? Stehen in jeder U-Bahn. Hier lagert das Krankenhaus also all die Großbrände. Ja, das ist richtig. Irgendwo müssen die abgelagert werden. Die können sie ja nicht neben die Atommüllfässer stellen. Haben sie aber auch schon gemacht. So. So. Zum Glück steht da direkt so ein Behälter rum für Dynamit. Bin ich Knorke. Was ist denn da hinten für ein Knopf? Guck ich mir gleich mal an. Ich hoffe, dass ich da hinkomme. Ja, wir haben ein paar Münzen einzusammeln. Wir sind ja nur ein paar. Oh. So, wir müssen hier gleich einen Grill zusammenbauen. Gucke ich mir gleich mal an. Ich will erstmal hier kurz hier rüber. Was passiert jetzt hier? Läuft noch eine Untersuchung, schließt sie ab, bevor sie mit dem Event spielt. Was?
so. Ja, das tue ich ja dann. Entschuldigung. So, den Grill vorbereiten, ein paar Frikos drauflegen und die fangen schon wieder an zu tanzen. Und ja, ich weiß, es ist ein Blumenpott. Ist trotzdem Grill. So. Ist ein Blumenpott mit Frikos. Tschüss und Blume. Oh, Moment. So. Oh Gott. Diese Schergen. Was kann man nur gegen sie tun? Wie zum... Aua. Das hat weh. Du bist voll unhöflich. Ja, was hast du vor? Tja. Du hast nicht gerechnet, ne? Ich ja selber auch nicht. Oh Gott, hoffentlich fall ich kann. Man kann ja nicht vom Dach runterfallen, ne? Ich will es auch gar nicht ausprobieren. Nein, kann man nicht. Kann man nicht. Also hier geht's. Ich wollte es nur ausprobieren, deshalb, ne? Ich wollte endlich. Ich gucke erstmal kurz, was hier vorne noch ist. Oh Gott, was ist denn da für ein Weg? Nice! Wir wurden belohnt mit einem Tausenderstein. Sind da meine Lieblingssteine? Nein, eigentlich sind die 10.000 meine Lieblingssteine. Hier sind schon wieder die Steine nachge... Nein, ich sammle die Steine nicht wieder alle ein. Das mache ich jetzt nicht. Naja, dann würde ich mal sagen, wie es weitergeht und ob wir Natalia wirklich noch rechtzeitig gerettet bekommen, bevor sie da oben noch eine Krise bekommt, das sehen wir alles in der nächsten Folge von LEGO City Undercover. Bis zum nächsten Mal.